Die Erfolgsgeheimnisse im Erstversuch des Steuerberaterexamens. Natürlich träumt jeder Prüfling davon, seine Steuerberaterprüfung im ersten Anlauf erfolgreich hinter sich zu bringen. Schließlich investiert man so viel Zeit, Verzicht, finanzielle Ressourcen in dieses Examen, in die Vorbereitung. Und dementsprechend wünscht man sich natürlich auch, dass das Ganze beim ersten Mal erfolgreich klappt. Was sind aber die Faktoren, warum es häufig nicht klappt, respektive was sind die Erfolgsgeheimnisse in der jeweiligen Situation? Darauf kommt es nämlich an. Das verrate ich dir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Du bist im Erstversuch und möchtest dein Steuerberaterexamen erfolgreich bestehen, dann habe ich jetzt was für dich und zwar ganz viele verschiedene Beispiele, wie es auch für dich funktionieren wird, dass du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst, denn viele denken, es gibt ein Erfolgsgeheimnis im Examen, das ist aber nicht so. Es kommt nämlich auf deine persönliche Situation an und das will ich dir jetzt auch an dieser Seite zeigen. Hier sehen wir ganz, ganz viele Kundenstimmen von uns, von der ISH, wo du ganz viele verschiedene Situationen, Probleme erkennst, die es dann natürlich in der Examensvorbereitung zu lösen gilt. Denn jeder hat eine unterschiedliche Ausgangsbasis und entsprechend auch unterschiedliche Herausforderungen, die es natürlich zu lösen gilt, wenn du im Steuerberaterexamen erfolgreich sein möchtest. Und da siehst du eben ganz, ganz viele Wege, die genau das ermöglicht haben. Beispielsweise sehen wir hier die Pauline, die zu uns gekommen ist oder mit uns die Vorbereitung bestritten hat, heute Steuerberaterin ist. Da war zum Beispiel das Hauptproblem, diese Masse an Stoff richtig zu bewerkstelligen. Gerade im Erstversuch haben viele Prüflinge natürlich das Problem, dass man von dieser Masse an Stoff schier erschlagen wird. Dementsprechend ist es erstmal wichtig, dass du zu Beginn eine Themenmatrix mit an die Hand gegeben bekommst. So machen wir das bei unseren Kunden, um dir erstmal in der Breite über die Themenvielfalt dessen oder derer bewusst zu werden. Das heißt, das Ganze quantifizierbar zu machen. Und dann natürlich auch in der Thementiefe zu sehen, hey, wo stehe ich da, was sind alles Aspekte, die ich noch gar nicht kann, was muss ich unbedingt können und erarbeiten, um im Examen gut aufgestellt zu sein. Und so gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene inhaltliche Herausforderungen, aber eben auch auf Basis der Lebensumstände. Wenn wir hier zum Beispiel weitergehen, sehen wir zum Beispiel den Markus, der mit uns die Vorbereitung erfolgreich absolviert hat, der sozusagen junger Familienvater war, heißt im Job schon sehr, sehr hohe Verantwortung hatte, bis dahin oder auch in der Vorbereitung dann eben Familienvater geworden ist, sich um die Familie natürlich kümmern musste und die Vorbereitung erfolgreich gestaltet hat. Heißt, da muss man verschiedene Bausteine miteinander integrieren, damit alles funktioniert, du erfolgreich bist. Und ähnlich war es eben auch bei Daniel, da kommen natürlich dann die ganzen privaten, familiären Situationen dazu oder auch Maximilian, wo man natürlich bei der Vorbildung dann genau draufschauen muss, was bringt man eben schon mit, was sind aber auch Dinge, die letztendlich auch fehlen. Und du weißt als Prüfling überhaupt gar nicht, was auf dich zukommt im Erstversuch. Das ist ja eben diese ganz, ganz große Herausforderung, die es zu bewerkstelligen gilt. Und dann gibt es natürlich eben für die jeweilige Situation auch die passende Lösung. Das ist eben auch der Hauptgrund, warum wir bei der ESH immer mit individuellen Kursen arbeiten, weil jeder in seiner Situation letztendlich das natürlich benötigt, dass er einen für sich perfekten Plan auf seine Situation, seine Herausforderungen, das Ganze zugeschnitten ist. Und da, ja, klick dich gerne mal durch auf der Seite. Da findest du eben entsprechend so viel Input dazu, was unsere Kunden eben entsprechend erfolgreich gemacht hat, wie die jeweiligen Probleme, aber auch Wege ausgesehen haben, um dann letztendlich das Examen eben erfolgreich hinter sich zu bringen. Wie du dann feststellen wirst oder jetzt auch schon siehst, es gibt für jede Ausgangssituation die passende Lösung. Das heißt, wenn du das Ganze richtig angehst, egal in welcher Situation du dich befindest, ob du noch überlegst, dich überhaupt vorzubereiten, dann siehst du eben dort auch ganz viele verschiedene Situationen, in denen du dich vielleicht selber wiederfinden kannst, Mut daraus schöpfen kannst und siehst, hey, auch ich kann das Ganze erfolgreich hinter mich bringen, auch ich kann das Ganze erfolgreich bestehen, wenn ich die richtigen Dinge beachte und du sagst, das will ich auch, ich möchte auch diesen Weg so erfolgreich gehen wie unsere Kunden hier, dann melde dich gerne mal auf unserer Seite, klick dazu gerne auf den Link zum kostenlosen Beratungsgespräch, da findest du dann gemeinsam mit unserem Strategieexperten heraus, wie das Ganze auch für dich in deiner Situation aussehen wird, worauf es da konkret für dich ankommt, wie wir das Ganze dann erfolgreich gemeinsam umsetzen können und dann freue ich mich natürlich von dir zu hören. Bis dahin, dein Marlo.